Hallo, willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2013 in der Voss Edition mit meinem Partner Rilokotus. Jo, hallo Leute. So, wir haben uns gesagt, wir fahren das ganze Zeug da weg, oder? Ja. Gut. Ja, wir geben uns. Ich nehme den Chaos, du nimmst den Volvo. Ja, ich fahr mal Volvo. Ja, starten Sie den Motor, ja, machen wir. So, Lady First. Da, dann fahr. Du musst fahren, los, hopp. Wieso muss ich fahren? Ja. Weil langsamer wenigst du das? Naja, aber ein Traktor fährt immer vor. Oder weißt nicht, weißt, wo du hin musst? Doch, zum Sägewerk. Immer noch an unserem Bauernhof vorbei, geradeaus, dann links. Danke für die Wegbeschreibung. Ach so macht man das, ja. Wenn man den eigenen Weg nicht kennt. Dann lasst man ihn sich von dem anderen erklären. Ja, indem man den anderen so da tut, als wenn der es nicht wüsste. Ja, das habe ich jetzt auch verstanden wieder. Natürlich weiß ich den Weg. Das ist Hagenstedt, hallo. Aber weiß. Bei so vielen Dingen, die du jetzt zurzeit im Kopf hast. Ich weiß nicht, wovon du redest. Oh, ich auch nicht. Das kam mir jetzt gerade so als Einfall. Ich verstehe. Du weißt da, ich habe ab und zu so ganz komische Einfälle. Ganz komische Gedankengänge, ja, ich weiß. Ja. Das schaut auch schon ziemlich verdorrt aus, auf dem Feld. Ja. Ja, man sollte den. Der komische Bauer, dem das hier gehörte, sollte auch mal ein bisschen arbeiten. Stimmt, ja. Ja. Aber jetzt guck mal, jetzt haben wir es doch tatsächlich geschafft, in den 4 Folgen fast alles wegzuarbeiten, außer jetzt noch abzuladen. Das kommt noch. Da brauchen wir dann noch mal 4 Folgen für. Stimmt. Na, 4 Folgen werden wir nicht dafür brauchen. Aber du kannst ihn mal schon mal so hinparken. Ups. Ja, ups. Die Physik hier. Ja, der sprang gerade mal mit der Zugmaschine in die Luft. Ach so. Fast eine gute Fahrphysik wie im Avatar, hä? Ja. Ich glaube, wenn der Eurotruck so eine Fahrphysik hätte, ich hätte es schon lange nicht mehr gespielt. Nee, ja nicht. Schön macht er das. Schön wird das abgeladen. Ja. Wenn was man mit der Sägespäne machen kann, haben wir noch nicht herausgefunden. Nö, ja, eigentlich nicht. Kann man wahrscheinlich nur verkaufen oder so, ja. Ja, verheizen wahrscheinlich irgendwo. Ja. So Holzpellets-like. Ja, haut das hin. So nah wie möglich ranzufahren. Näher geht's nicht. So. Oh, damit der Boss sich nicht beschwert, machen wir auch den Motor aus. Sehr brav. Ja, sonst kriege ich wieder einen Abriss. Ja, muss ich wieder ich machen, weißt du, du siehst das ja gar nicht, wenn sich der Arm bewegt. Nö. Nee. Was haben wir denn? Wie voll ist der denn hier? Och, da ist ja noch gar nichts. Den haben wir, glaube ich, erst ausgeleert. Ja, den haben wir, glaube ich, irgendwann. In der Staffel zuvor. Das sieht echt sehr urgig aus. Wieso? Ich bewege es ja noch gar nicht. Jetzt bewege ich ihn. Die Geistererscheinung. Oh, wir haben aber doch schon einiges hier im Lager liegen. Ja. Möchte man gar nicht für möglich halten, gell? Ja, stimmt. Wie kann ich die kippen, die Schaufel? Also. Jetzt geht's wieder rund. Ja, wahrscheinlich haue ich in den ganzen LKW durch die Gegend. Ja, dass man hier diese Stützgitter nicht ab unterklappen kann, das ist blöd. So, ja, und runter. So, jo. Wunderbar, das hat ja richtig geklappt. Das ist der Vorteil am Teleskoplader.
Ja. Ja, aber jetzt geht's schon wieder los. Hier hinten macht sich gleich schon wieder einen Baumstamm selbstständig. Du hast ein. Ne, jetzt ist er wieder raus. Ja, weil ich netterweise die Schaufel aufgemacht habe. Ich... Ja. So, jetzt habe ich wieder einen. Sogar zwei. Er hält es noch immer fest. Oh! Der war jetzt schnell weg. Das war ein Expressbaum. Sicher mit UPS zustellbar. Jo. Ja, zugreifen. Weil ich denke mal, du kriegst dann. Ah, hast zwei gekriegt. Oh, lalalala. Ey, bist ein bisschen zu leicht, ja. Das Problem ist, ich hänge da hinten an dem. Ja. Das sieht ja ulkig aus. Gebüte, wie wäre es, wenn du dich wieder hinstellst? Kübel. Problem ist ich, dass ich es ja nicht weiter vorne nehmen kann oder so. Boah, diese. Die Physik ist einfach Sehr. göttlich. Ich Ja, liebe das. sie. Also wenn die im 15er nicht verändert wurde, dann kann mich das Spiel einmal kreuzweise. Ja. Dann spiele ich das keine Zehntelsekunde. Also wenn die genauso bekloppt ist, dann danke. Dann nein. Beim besten Willen nicht. Dann suchen wir uns lieber ein anderes Projekt, was wir zusammen machen. Oh, Train Fever oder irgend sowas. Ja. Wenn das hat das Multiplayer überhaupt? Noch nicht. Der Multiplayer soll nachgeliefert werden per Patch. Okay, dann. Oder halt. Und wenn wir SimCity oder sowas spielen, also. Meinst, schlimmer Ich kann es hab. nicht mehr werden. Ja. So, und jetzt nach vorne. Ja. Zugreifen. Du hast dich ein bisschen zu nah hingestellt, weil ich hänge mit dem genauso wieder. Jetzt, nicht mehr. Ja, gut. Ich verstehe den Hinweg. Obwohl, du musst ja sowieso jetzt gleich. Ja, jetzt brauchst du ihn nicht mehr umstellen. Jetzt ist schon Ja. wurscht. Cool, die Schaufel ist ganz offen, aber ja, hängt noch immer im Träger. Ich denke mal, bei den nächsten Baumstämmen kriegst du ein Problem. Das denke Und ich wenn auch, die ja. noch von. Ich glaube, die wirst du von der anderen Seite greifen müssen. Musst du einmal rum. Weil da kommst du, glaube ich. Oder jetzt nach unten. So, greif. Und dann ein bisschen noch. Kannst du noch was nach vorne? Nee. Nee. So. Ja, dann hast du ein oder zwei. Ja. Aber der letzte, ich glaube, der ist ein bisschen zu weit weg. Ja, ich habe jetzt das Problem, dass der depperte Baum schon wieder da an der Fassade hängt. Der hängt wieder im Trigger. Und jetzt zieh deinen kleinen ganzen Manitou rein. Du blöde Physik, du Jo, und Unnötige. das war wieder Expressbäumchen. Stimmt. Das ist schon echt sehr faszinierend. Ja. Also wie gesagt, wenn es da im 15er absolut nichts geändert haben, dann können sie mich wirklich gern haben mit dem Spiel. Dann nehme ich es nicht Ja. mehr geschenkt. Nö. Also muss ich also auch sagen, also wenn man dann nur ja, bis nach vorne, wenn man dann nur eine bessere, ein bisschen bessere Grafik hat. Ach, da liegt ja Geht's auch alles noch der aus, ne? Einstand Geht's ja von nicht aus. damals. Jetzt muss ich wieder auf die andere Seite. Fahre ich mal ein bisschen auf zwei Rädern. Vor allem das Ding hat eine Beschleunigung. Manche Fahrzeuge haben gar keine und der bärt an, als wäre ein Ferrari. Mein Rot ist er ja, aber trotzdem. Ups.
Ah, kein Expressbaum. Nee, das ist die Schneckenpost. Nicht zurück. Ja, du kannst, das ist so typisch, du kannst die nicht wirklich abschätzen, wenn du schräg schaust, wie du stehst. Die Steuerung ist auch so toll, weil du stehst, du musst die Maus, glaube ich, einen halben Kilometer weit bewegen, dass das Ding einfasst oder ausfasst. Ja, es ist schon sehr grenzwertig. Ja, naja. Dann fahren wir mal das Ding schon mal wieder zurück. So, irgendwie möchte ich den LKW noch abladen in der Folge. Ja, ich denke mal, das wird auch noch halbwegs hinhauen. Außer jetzt springt jetzt alles durch die Gegend. Wie habe ich das gemacht, dass ich die beiden äußeren nehme und in der Mitte nichts ist? Ja, kreative Steuerung. Ja, das schaut arg aus irgendwie, so. Also ich bewundere ja echt Leute, die zum Beispiel ihre Let's Plays jeden Tag damit machen, also. Ich glaube, da würde ich auszucken. Ich mein, ab und zu, alle zwei Wochen, sage ich ja okay, aber ich habe ja heute sogar schon die CD suchen müssen. Naja, du hast ja nicht die Steam-Version, du hast ja noch die CD-Version. Das war dann vor der Aufnahme eingefallen. Normalerweise habe ich die immer im Laufwerk drin lassen, weil es ist das einzige Spiel, wo ich eine CD brauche. Weil ich den Rest sonst über Steam habe. Ja, kann man ja nicht über Steam aktivieren, obwohl das Spiel auch über Steam erhältlich ist. Auch ein bisschen blöd. Da sollten sie sich ein Beispiel an SCS nehmen, wo man diese Möglichkeit halt hat. Mit jedem Spiel. Ja. Mit fast jedem. Also mit Scania geht's und mit ETS geht's auch. So. Auf jeden Fall kann keiner was sagen, wir haben in 4 Folgen ein bisschen geschafft. Ja, das stimmt. War nicht viel, aber ein bisschen haben wir geschafft. Ja, 4 Folgen haben wir noch vor uns, also nach der Aufnahme jetzt. Ja. Da müssen wir uns dann auch noch was. Also Leute, macht ein paar Vorschläge, was wir so in den letzten 4 Folgen, die wir hier machen, halt Motor aus, noch machen sollen. Und kommt's jetzt nicht mit Wald abfackeln. Ja. Da müssen wir halt mal gucken, weil wirklich beim nach 100 Folgen ist bei mir Feierabend. Nicht bei mir schon, Leute. Bei mir ist es nicht Folge 100. Ne, ja gut. Aber wenn man zusammenrechnet, hast du halt auch 100 Folgen. Ja. Ah, nicht umkippen, du Kübel. Und ich denke mir, zum Abschluss nach der 100. Folge wird bei mir das Spiel deinstalliert. Machst du ein Video dazu? Ja. Der Abschied von LS. Du darfst das loslassen. Wahnsinn, jetzt hätte er wieder ganzen Manitou verzogen, also das ist echt krank, ja. Irgendwie. Also wenn sie da wirklich das Skript gekauft haben, von den Machern, sowas wie es der Guten uns ja erzählt hat, ja. Und die haben nichts dran verbessert. Boah, dann habe ich 30 Euro gespart, weil dann will ich es nämlich auf keinen Fall kaufen. Nee. Weil es ist ja, ich meine, ich habe sicher irgendwann schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob es im LS oder im ETS war. Wurscht. Aber. Hab bei jemandem gehört, dass die. Angeblich die Fahrzeugsteuerung genauso ist wie im 13er. Von jemandem, der die 15er Demo auf der Gamescom gespielt hat.
Und ich glaube nicht, dass die vor knapp einen Monat vor Release oder bevor es eigentlich fertig sein muss, weil es muss ja gepresst werden auch noch, dass die da die Physik nochmal komplett über den Haufen haben. Nee, Das das kann ich glaube ich auch mir nicht. beim besten Und Willen nicht vorstellen. ja, und Leute, es hat nichts mit mies machen zu tun oder schlecht reden oder so, aber man wird ja auch noch mal das ein oder andere Wort der Wahrheit aussprechen dürfen, wenn ein Spiel nicht so hundertprozentig läuft, wie man das erwarten könnte. Und das ist halt bei der Fahrphysik hier echt der Fall. Das ist das einzige Problem. Das Spiel an sich schaut schön aus. Es hat auch viel zu bieten, also das steht außer Frage. Aber das, was eben wirklich immer wieder nervt, ist diese Fahrphysik. Ja, weil die Fahrzeuge einfach mal durch die Gegend springen. Du hängst irgendein Gerät an und wenn es Pech hast, machst du einen Salto mit dem Traktor. Ich denke nur, warum benutzt zum Beispiel keiner hier so Ballen zum Aufsammeln oder Rundballen oder sowas? Weil eigentlich jeder Spieler, der es gespielt hat, keinen Bock darauf hat, auf dieses Generve mit den Ballen, die durch die Gegend fliegen. Ja. Warum macht keiner die Transportmissionen? Weil Frontladersteuerung einfach für den Hugo ist. Ja. Du kannst die Paletten nicht attachen. Fast einmal in die Kurve liegt die Palette unten. Super. Dann kannst du die Mission eh schon vergessen. Stimmt. Und es ist zwar schade drum, aber man muss halt auch wirklich mal sagen, wenn es nicht so optimal ist, dass es eben nicht so optimal ist. Ich meine, ich kritisiere auch SCS, wenn es irgendwas zu kritisieren gibt zum Eurotruck oder so oder ihrer Veröffentlichungspolitik. Das heißt ja nicht, dass man die Firmen dadurch schlecht redet oder so, Nö, aber man muss es ist halt wirklich, unsere Meinung. ja, das ist die eigene Meinung und ich glaube, wir stehen da nicht ganz so alleine mit da. Und das ist das, wie gesagt, bei SCS oder beziehungsweise beim Eurotruck nervt die Veröffentlichungspolitik, dass sie teilweise wirklich sehr langsam vorangeht. Aber das Spiel ist dafür okay. Aber es kommt halt zu selten was Neues. Und hier ist es halt so, hier kommen zwar mehr Erweiterungen raus oder schneller. Aber es wird am Spiel eigentlich nichts getan. Und das kann man zum Beispiel bei SCS immer sehen, dass sie versuchen, das Spiel immer weiterzuentwickeln. Richtig. Ist auch nicht immer das Optimale. Das sieht man jetzt an Version 1.12. Die KI, ja, die ist auch für ein Popo. Zurzeit. Ja, aber die haben sie verbessert. Ja, wie gesagt, es ist nicht immer alles optimal. Oder es läuft nicht immer alles optimal. Da muss man halt mit leben. Gerade ein super Beispiel für die Physik. Du fährst auf die Straße von dem Hof und auf einmal macht der LKW einen Satz nach vorne. Ja. Ja, das hatte ich jetzt gerade eben, wie ich auf den Hof gefahren bin. Ja, also das ist mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Klar, ich habe es stundenlang gespielt, keine Frage. Ja. Nur wenn es zum 15er keine Verbesserung gibt und Ja, nur wofür sollte Grafik man. ist Ja. für mich keine Verbesserung, dann du Gockel ich für die nieder. Hat leider nicht funktioniert. Ja, worum sollte man 30 Euro ausgeben, wenn es wirklich dann keine Verbesserung ist? Ja. Das sehe ich genauso. Weil dann hätte man das auch eigentlich als reines Added-on rausgeben können. Mit neuen Maps und dem Forst Mod. Also von der neuen Version erwarte ich halt ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich werde abwarten, ich werde es nicht vorbestellen. Ich Nee, werde tue ich auch also nicht. abwarten, bis so die ersten einschlägigen Let's Plays davon gibt. Und dann werde ich mal gucken, ob mir das dann zusagt. Und dann werden wir Und dann werde entscheiden, ich es kaufen. Ja. genau, und dann werden wir Also, entscheiden, ob es ein Together gibt oder nicht. ja. Also Leute, sobald das am 30. Oktober rauskommt, wird es nicht sofort bei uns ein Together geben. Bei Nö. uns wird es dann so frühestens ein, zwei Wochen später was geben. Korrekt. Weil wir müssen uns dann, wenn wir es uns wirklich kaufen, dann werden wir mal nicht gleich am zweiten Tag kaufen, weil wir eben warten müssen, bis jemand anderes. Ja.
Videos dazu macht Ja, und und damit man sieht, was bietet das Spiel, lohnt es sich oder sind die genauso wieder genervt wie hier bei dem 13er. Also muss man gucken. Vielleicht werden wir ja auch positiv überrascht. Das ja, kann scheint sein. wirklich eine Top-Leistung abliefert und wirklich die Physik so gut verbessert hat, dass man alleine sagt, wegen der Physik kauft man es jetzt schon. Treff uns am Hof. Gut. Weil wir haben unser Ende der Folge Nummer 4 für diese Aufnahmesession schon erreicht. Ich bin schon da. Ich stehe beim Kirche. Ja, ich sehe dich. Bin dem Geruch gefolgt. So, da Meinst, ich sie hätte auch duschen. eine Du Ja, danke. So, ja, das war dann die letzte Folge der heutigen Staffel. Noch eine Staffel mit 4 Folgen wird's geben. Wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, dürft ihr gerne reinschauen, dürft uns auch ein Like da lassen oder auch ein Dislike, wenn euch das einfach nicht gefällt, was wir hier abliefern oder ihr mit unserer Meinung nicht einverstanden seid. Ihr dürft auch Kommentare schreiben. In dem Sinne bin ich für heute raus, sage Ade. Ich schließe mich dem an, sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.